Wir stehen hier auf dem neuen Sportcampus in Dreckenheim. 7 Monate nach dem Spatenstich. Vor 7 Monaten standen wir hier auf einer leeren, kahlen Fläche mitten im Matsch. Jetzt ist hier eine tolle Sportanlage entstanden mit einem kleinen Spielfeld, mit einer tollen Leichtathletikanlage, die allen Sportlerinnen und Sportlerwünschen gerecht wird. Und ich freue mich riesig, dass wir dieses Projekt hier realisieren konnten. Nebenan wird die neue Schule gebaut. Das ist quasi der Doppelwumms für Dreckenheim, die Schule und die neue Sportanlage direkt nebeneinander. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Ambiente hier, eine ganz tolle Sport- und Schulstätte für alle Bedürfnisse. Bei allen Diskussionen im Vorfeld war es immer der Wunsch aus Dreckenheim, dass auf der neuen Sportanlage alle Voraussetzungen geschaffen werden, um dort alle Übungen zur Erlangung des Sportabzeichens absolvieren zu können. Dass dies möglich ist, haben wir sehr früh als SEG mit einer Machbarkeitsstudie nachgewiesen. Und so wurde das auch vom Planungsbüro Scholtisek in die endgültige Planung übernommen. Ich kann aber hier nur noch mal wiederholen, was ich auch beim Spatenstich schon mal gesagt habe. Angesichts der räumlichen Rahmenbedingungen hier auf diesem engen Grundstück war das eine Herausforderung, dass es gelungen ist, schlicht eine Glanzleistung. Und dieses nun umgesetzte Projekt mit den aktuellen Investitionen der Stadt in Schule und Sportanlage mit über 25 Millionen Euro in der Summe, der Herr Oberbürgermeister hat es schon angedeutet, sind auch eine Wertschätzung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und liebe Gerlinde Bräuchmann, stellvertretend an dich auch als Vertreterin unseres über 1000 Mitglieder starken Turnvereins. Eine sehr, sehr große Wertschätzung sind diese Investitionen der Stadt gegenüber euch als Verein, für die unschätzbar ehrenamtliche Arbeit leisten, tagtäglich im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Schülern im magischen Dreckenheimer Dreieck mit Grundschule und Kita.